Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War und wir werden jetzt gegen eine Walküre kämpfen. Ich werde mich mal direkt wegmachen, ja, und dann schauen wir, was passiert. Es kann sein, dass ich es nicht schaffen werde, mich wieder einzublenden, wenn der Kampf losgeht. Ja, also, ich weiß nicht, wie schnell es losgeht. Wir sehen uns gleich wieder. So, ja, hallo. Ich will nicht gegen sie kämpfen. Oh, oh, holy shit. Oh, fuck, ich hab mich so erschreckt, ey. Ich seh nix. Okay. Okay, komm. Alles gut, habe ich im Griff. Du musst nur gut blocken können. Oh, wow. Ah, das war gut. Oh, wow. Okay, die ist echt gut, Jolle. Fuck. Ach, scheiße. Oh, warte mal. Ja. Da ist er, bin ich wieder. Meine Zeit genutzt. Naja. Scheiße. Ich habe nicht das richtige Timing. Ach, immer der gleiche Kacke. Immer der gleiche Mist. Okay. Ah, yeah. Also dieser Rage-Modus, der bringt da, glaube ich, nichts, weil die haut ja dann immer wieder ab. Ich muss besser blocken. Hallo. Ja. Okay. Okay, also das können wir dann nicht blocken. Okay. Ja. Okay. Okay. So. Ja. An dem weichen wir jetzt aus. Ah. Nein, hier gibt es keinen Rückzug. Ach, ich wollte das Leben haben. Und jetzt, ich wollte dieses verkackte Leben haben. Gib mir dieses scheiß Leben, bitte. Das ist immer gut. Okay. So. Naja. Ach man. Da. Da. Mal Axt.
Ja, aber. So. Ach, scheiße. Will er hier leben? Ich habe geblockt. Hey. Ey, jetzt mal ohne Witz. Ich habe doch geblockt, Mensch. Ich habe doch geblockt. Ich habe wirklich geblockt. Ohne Witz. Aber wenn er einmal nicht blockt, dann kriegt er direkt alle Dinge ab. Ach, Junge. Ich versuche das jetzt noch einmal. Wenn ich dann auch nochmal scheitere, dann schalte ich in den Endkampf ein, ja? Also nicht wundern, dann kann es einen Cut geben. Naja. Gegner voraus. Hat sie daneben? Ja, naja. Okay. Sag mir wann. Jetzt zum Beispiel. Wow, wo ist sie da? Ja. Okay. Okay. Wow. Will sie nicht? Wann kann ich das denn mal blocken? Letztes Mal ganz ehrlich. Naja, ach man, jetzt mal ohne Witz. Gib mir jetzt dieses verkackte Leben. So. Okay. Komm her. So. Okay, stark. Oh, wo ist sie? Da. Ja. Ja. Wissen wir, wenn ich erstmal ins Leben komme. Ach ja, ach, das ist doch so eine Scheiße. Ohne Witz, das ist so eine Kacke, ist das. Ja, ging mir schon mal besser. Ja, alles klar. Hier war gerade noch Leben. Jetzt ist es weg. Was ist das denn für eine Scheiße? Nein, es ist nichts in Ordnung. Da ist Leben. Ich bin zu dem Leben hingegangen. Ich habe das Leben. In meiner Version habe ich dieses Leben gerade gekriegt, ey. Ach, das ist doch scheiße. Ohne Witz. Okay, also. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde es jetzt noch ein bisschen probieren. Ich werde gleich erläutern, wie lange es gedauert hat. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. So, da bin ich wieder. Alter Lachs. Es ist jetzt tatsächlich der zweite Kampf, nachdem ich gerade Pause gemacht habe, ja, bei dem ersten Kampf direkt danach war es ganz, ganz knapp, da hat er wieder einmal Leben nicht aufgenommen, wo er es aufnehmen sollte und dann habe ich einen Angriff kassiert und dann war ich down. Jetzt musste ich gerade wiederbelebt werden, aber sie ist ganz knapp davor drauf zu gehen. Jetzt, Junge, Junge.
Ah, lass ihn in Ruhe, richtig. Fuck, Alter. Fuck. Ja, brauche ich. Also dieses Kackleben hier. Das war's denn also? Hätte ich dieses Scheißleben nicht genommen, dieses Kack-Scheißleben, hätte ich das nicht genommen, dann hätte ich es wahrscheinlich gepackt. Junge. Ach mein Gott. Ich mache jetzt aber nicht wieder einen Cut. Ein kurzer Vor von diesem Scheiß. Ja, jetzt weiß ich, dass du... Ja, ja, komm. Komm her. Okay, kann losgehen. Ach ja, sehr. Hier, kennst du ihn schon jetzt? Da, wo ist denn? Meine ganze Rage für den Arsch wieder. Also, Valkyrien, ne? Den mag ich jetzt schon nicht. Locken. Ach ja. Oh, was? Hä? Was war das denn jetzt? Gib mir das Leben. Ich will nur das Leben. Naja, alles gut. Ich will nur das Leben haben. So. Oh, 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 oh. Ah ja, alles gut. Oh, 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 oh. Alter, warum trifft sie mich denn da immer? Das ist immer so richtig unmotivierend dann mit dem Moment. Wenn sie einen dann trotzdem trifft. Komm her. Warte, hier ist Leben. Lass mich haben. Oh. Naja, alles gut. Du hast daneben gehauen, ne? Oh. Ja, da hat sie mich gekriegt. Naja, ich weiß. Ja, jetzt hat sie mich wieder. Es war einmal nicht richtig geblockt und dann macht sie wieder diesen doppelten Move da. Ach, das ist kacke, ist das. Alter, das irritiert mich jetzt aber voll, diese Viecher. Da. Okay. Ja, ja, ist okay. Ich will das Leben hier haben. Okay. Warum? Warum? Zum, um Gottes Willen. Um Gottes Namen trifft mich dann immer diese eine Scheiße. Ah, sorry, falls ich jetzt leise bin, ja? Okay. Ich will das Leben. Okay. Boah, scheiße. Jetzt zurück, zurück, zurück. Concentration. Geblockt.
Das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Hey, es... Warum? Steh auf, Bruder! Warum? Warum? Gottverdammt, warum? Junge, Junge, Junge. Das... Oh, es triggert mich einfach so sehr. Ich mache da keinen richtigen Fehler. Ja, ja. Versuch's mal mit den Fallen jetzt. Also ich glaube, ich mache nicht viel verkehrt. Ja, jetzt krieg ich wieder allen Scheiß ab, weißt du? Mein Level eigentlich nicht. Ja. Was hab ich denn? Ja, das war auch gut. Ja. Okay, das war gut. Jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja. Ah ja, alles gut. Ja, wieso trifft sie mich damit? So. Das wäre es nett, wenn sie mal wieder ein bisschen Leben abwerfen würde. Oh ja. So. Wir haben sie hier eine Menge. Naja. Okay. Ah, alles gut. Ach ja. Können wir das nicht blocken, oder was? Ja, können wir doch blocken. Ja, habe ich das Leben direkt wieder eingebüßt, was ich mir gerade so organisiert habe. Ganze Zeit so scheiße, verdammt knapp einfach. Okay, dann hau mal rein. So, jetzt komm. Eigentlich sind wir gut dabei, glaube ich. Na komm jetzt, du blöde Waldführer, Alter. Ja, komm. Okay. So. Ja, jetzt müssen wir es aber haben. Ja, komm. So. Oh,
Oh, warte, warte, warte. Komm jetzt. Ja. Oh, Junge. Ihr habt mein verderbtes Dasein beendet. Ich bin euch auf ewig dankbar. Doch meine Schwestern sind noch immer gefangen. Nehmt meinen Helm, findet sie, befreit sie. Das Schicksal der Walküren ruht auf euren Schultern. Alter, Schicksal der Walküren. Klingt ziemlich wichtig. Also, das ist noch untertrieben. Was weißt du über sie? Eine gute Frage, doch nicht so leicht zu beantworten. Ich weiß mehr als die meisten, doch viel von ihrer Geschichte ist geheimnisumwoben. Meine persönliche Erfahrung mit Walküren endete mit meiner Gefangenschaft. Du weichst der Frage aus, Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, wie oder wieso sie zu solchen elenden Kreaturen wurden, aber wenn wir vielleicht noch mehr von ihnen befreien... Wir sollen gegen noch mehr kämpfen? Das Schicksal der Walküren, Junge. Eine würdigere Aufgabe gibt es nicht. Das wird gefährlich. Das hat euch noch nie abgehalten, oder? Gute Einstellung. Asgarder Metall. Okay. Oh ja. Nimm das und das und das. Er ist noch voll gehypt. Boah, also das war bisher der schwierigste Kampf, den ich je hatte, weil diese Olle... Ah je. Yeah. Können wir hier durch? Ah, dieser Kampf, der hat mir schon gereicht, ne? Dann gehen wir wieder zurück. Atreus, komm her. Da sollten wir reisen. Okay. Brocks Laden ist da. Das macht am meisten Sinn, nicht hier durchzugehen eigentlich, oder? Mal gucken, was passiert. Gehen wir dann wieder nach oben? Ah, okay. Ich würde sagen, wir gehen zurück, wir gehen zu Fuß zurück. Vielleicht finden wir noch irgendwas auf dem Weg, was wir jetzt zerstören können. Boah, aber dieser Kampf, ey. Also wirklich, der schwierigste bisher. Da war ja Baldur und Magni ein Furz gegen, ey. Boah. Walküren, ey. Wie viel gibt's denn davon? Vielleicht hätte man auch einfach bessere Ausrüstung mal haben müssen. Obwohl, das war ja nie aussichtslos, ja? Oh yeah. Ach ja, hier ist auch noch das Tor gewesen. Weil hier ist unser Boot. Was jetzt? Vielleicht sollte ich Freier dich nochmal anziehen. Nein, es geht mir schon besser. Ich war nur etwas außer Atem. Wohin gehen wir jetzt? Jetzt, wo wir den Meißel des Riesen haben, müssen wir die Weltenrune nach Jürtin hängen lernen. Damit wir sie in das besondere Tor auf den Gipfel schnitzen können, um ins Land der Riesen reisen zu können. Kennst du sie nicht? Leider nicht. Aber die Schlange erwähnte, dass die Riesen das Geheimnis Tirhan vertraut haben.
Ist Tyr nicht tot? Ja, aber seine verborgene Gruft ist nicht weit von mir. Die Türen liegen unter seinem Tempel, seit Generationen im See versunken, bis unsere liebe Schlange ihr Gewicht verlagert hat. Dort finden wir die legendäre schwarze Rune von Yggdrasil. Wir könnten uns weiter umsehen. Wir haben jetzt den Meißel und die Gruft läuft nicht weg. Lass uns das Boot doch nutzen. Wir werden sehen, Junge. Ja, ich will jetzt diese Gebeine da machen, glaube ich. Du meintest, Odin war einsam und darum ständig im Krieg? So einfach ist es nicht. Aber ich hoffte, dass die Liebe ihn mäßigen und uns den Frieden ermöglichen würde. Und nach einiger Überzeugungsarbeit stimmte Freya zu. Eine Zeit lang war er ausgesprochen charmant. Er schien glücklich, Er soll ja glücklich scheinen. Aber warte mal, ich will mal eben Ziele. Weitere Walküren suchen, ja, sicher. Ihn sie glücklich machen zu wollen. Ich kann mich kaum noch an alle Wünsche erinnern, die er ihr erfüllte. Der Frieden hielt und ich glaubte, alles wäre noch besser gelungen, als ich es hätte planen können. Letztendlich zeigte Odin wieder sein wahres Gesicht. Oh, er gewann Freyas Vertrauen und sie zeigte ihm ihre Bahnenmagie. Noch nichts, das sie bereuen sollte. Denn obwohl sein weisester Berater alles tat, um ihn davon zu überzeugen, dass Frieden der einzige Weg sei, um Ragnarök zu verhindern, gab Odin seine Besessenheit von Jötunheim niemals auf. Die Kostprobe der Wahnmagie ließ sie neue Experimente ersinnen und neue Tiefen der Verderbtheit erreichen. Hier sollten Knochen sein. In diesen Knochen steckt Magie. Das muss Gulbeik sein. Können wir den mitnehmen? Vielleicht finden wir ja die anderen. Ja, die machen so Geist. Der Geist lügt dich an, Junge. Ist das so? Ich habe viele Geister gekannt. Sie alle sind Lügner. Der hier ist anders. Ich weiß es. Du weißt sehr wenig. Mal gucken. Wir reisen mal eben zu dem hier. Gehen wir mal da an Land. Vergessene Höhle. Da ist ja noch einer. Boah, Fremund. Erik. Alles in Ordnung? Nein, Kind. Meine Waren sind unter Wasser. Meine Männer ertrunken. Und doch streifen ihre Körper weiter über den Strand. Heelläufer, sie suchen dieses Land heim. Ich war ihr Kapitän. Ihr Tod war meine Schuld. Aber diese Abscheulichkeiten besudeln ihr Andenken. Ich werde einen Weg finden, sie aus dieser Folter zu befreien. Ich bin fest entschlossen. Ja, dann viel Erfolg dabei. Ein Sturm verstreute meine drei Schiffe über den ganzen See. Ich weiß. Okay. Okay. Achso. Brauchen wir nicht. Tollwütiger Wolf. Wenn ein Wolf holt, sollten wir uns auf einen starken Angriff gefasst machen. Ja, alles klar. Okay.
Hier, Junge. Ja, Vater. Jawohl, Vater. Noch eine von diesen Karten. Geil. Hier müssen die Knochen sein. Das mache ich gleich, wenn ich wieder rumkomme. Auf der einen Seite ging es noch weiter nach oben. Dann haben wir den Kopf gefunden. Gullwegs Knochen. Was willst du ihr sagen? Gullweg? Deine Mutter. Das liegt dir auf dem Herzen. Ich glaube... Oh, hallo. Ich will nur wissen, ob es ihr gut geht. Sie ist tot, Junge. Das weiß ich. Ich... Das verstehst du nicht. Du auch nicht. Ja, das ist ja gut. Symbol der Beharrlichkeit. Können wir hier... Können wir die hier runterlassen? Oh. Hey, sieh mal. Eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Bitte. Quakia. Da steht ein Wort drauf, das... Lass mich aber jetzt beschissen, oder? Ja. Nimm mal die. Oh. Das wollte ich gar nicht. Gut gekämpft, ihr zwei! Hey, noch ein Geist! Jetzt kommt! Ich beiße nicht! Nein, was wollen die denn alle immer von mir hier? Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn ihr die Feuerschalen entzündet. Sedel und Hillläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Ein Ding. Uns? Andere Geister. Der See der Neun ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl! Okay, hasta la vista. Wow, er ist verschwunden. Komm, wir
Wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Folge! Was? Das habe ich kommen sehen. Ach Junge. Alles mit gut. Alles ist gut, wir können das lassen. Was ist das denn für eine Folge? Mann. Ohne Witz. Gehe ich in zu starke Gebiete rein? Oder was ist da los? Also, weiß ja nicht. Diese Folge ist zwar geil, aber irgendwie auch sehr, sehr uncool. Auf der einen Seite ist sie geil, auf der anderen Seite ist sie echt uncool. Hinter dir, Bruder! Er ist hinter mir. Ach ja, er trifft mich halt sofort, ja? Ach ja. Ach, wie soll ich dem denn ausweichen? Verraten wir das dann mal. Ja, mir geht's überhaupt nicht gut. Okay, kein Ding. Ach, wirft er die Kackaxt. Sag mir wann. Jetzt. Leide bei dieser Folge wirklich. Ich leide echt. Oh. Da können wir runter, alles klar. Oh, was ist das denn? Wo lang? Oh, jo. Oh, wow. Ich schieße erstmal den Vogel ab. Den Raben. Ja. Okay, wow. Was ist das denn jetzt hier? Nein. Fuck. Oh, schon offen. Okay.
müssen mal die letzten Gebeine finden. Ich hatte Möglichkeiten für Jagd und Handel in diesen Landen erkannt. Meine Suche nach Jütenheim gab ich vor langer Zeit auf. Okay, ciao. Das ist etwas für jüngere, hoffnungsvollere Männer. Aber ich war übereifrig. Und meine Leute haben einen hohen Preis gezahlt. Ach, wen interessiert das? Jetzt mal ganz ehrlich. Wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten. Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Oh, was ist das? Also, die Ehe mit Odin hat nicht gehalten. Aber wie endete Freya allein im Wald? Oh, das war eine außergewöhnliche Gräueltat, selbst für Odin. Als ob die Heirat nicht schon Strafe genug war. Freya war besser zu ihm, als er es verdiente. Sie ertrug die schlimmsten Demütigungen. Und das alles nur, um ihr Volk in Sicherheit zu wissen. Wir machen später weiter. Na, Ruinen der Alten. Weißt du, wenn ich das schon sehe da wieder? Weil da sind auch die Knochen. Ich will diese Mission zu Ende machen mit den Knochen, weißt du? Ja, das bringt uns nichts. Sei bereit! Okay. Es ist relativ praktisch hier zu stehen. Feuer? Was für Feuer? Er hat kein Feuer. Er hat alles außer Feuer. Wir gehen gleich rein. Das hat schon lange genug gedauert. Ich will jetzt auch nicht noch so einen Kampf hier haben. Ach, jetzt geht das wieder los. Ich, diese Folge macht mich fertig. Da hinten sehe ich Leben. Ja, alles wird gut. Da wäre dieser eine Move, ja. Ein Move hat gefehlt. Nein, ich fand Scheiße von mir wieder. Mann, Mann, Mann. Sieh her. Ja. Toll! Alter. Ah. So. Ist ein Teil von der Sprachschiff. Geil. Gut. Wir haben die Knochen. Ja. Dann können wir sie auch dem Geist bringen.
Vielleicht hält er sein Wort. Ich weiß, dass sie nicht wiederkommt. Hörst du? Ich weiß das. Los. Vergiss es. Bring mir die Knochen zurück. Warte, ich will nur mal einmal ganz kurz was gucken. Warte mal. Mimir, warum lebt Freya jetzt eigentlich im Wald? Ja, sie heiratete Odin. Doch Odins Wahnsinn. Warte mal. Das ist doch auch hier irgendwas. Ach, jetzt kann seine ich dann... Tyrannei, seine Korrumpierung ihrer Magie. Es wurde einfach zu viel und schließlich verließ sie ihn. Odins Zorn war immens und er verfluchte sie weit schlimmer, als sie je geahnt hätte. Aber ihre Magie war stärker als seine. Nach so langer gemeinsamer Zeit kannte er ihre Schwächen und nutzte sie aus, um Flüche zu ersinnen, die sie nicht brechen konnte. Oh... Die Midgard nicht verlassen zu können. Schlimmer noch, er raubte ihr ihren Kriegergeist. Freya kann nicht kämpfen, nicht einmal zum Selbstschutz. Sie darf keinem Lebewesen Leid antun, weder durch Schwert noch durch Magie. In einer so kriegerischen Welt bleibt ihr nur das Leben in Isolation. Warte. Arme Freya. An ihrer Stelle hätte ich dich wohl auch angespuckt. Ja, ich auch. Da wollte ich nicht. Warum Ulrichs Knochen wohl überall verstreut sind? Vermutlich zur Entweihung. Verstreute Leichenteile sind eine Qual für die Seele. Du hast keine Hoffnung auf Valhall oder Helheim, wenn dein Körper in alle Winde verteilt ist. Warum fragen wir nicht den Geist? Er hat sicherlich jede Menge Antworten parat. Ich habe gerade noch einen Ort gesehen, wo ich definitiv hin muss. Den muss ich mir mal eben markieren. Das war hier. Ne, da gehen wir hin. Märchen, nirgendwo mal eine Markierung setzen. Eine aktuelle Markierung. Ach. Muss ich da gleich nochmal manuell hin und nochmal gucken. Oh, was eine Folge, ey. So oft bin ich noch nie in dem Spiel gestorben. Ach, echt jetzt. Echt jetzt. Müsste das sein, dass die jetzt hier auch noch auftauchen? Oh ja, yeah, so. Wir haben die letzten Überreste deiner Frau eingesammelt, Geist. Zeig uns diese versprochene Magie. Ah, meine süße Gulbeck. Wieder ganz. Erhebe dich, teure Gulbeck. Erwache, oh mächtiger Gulbeck. Erni Bukar Birtjast. Sie sagt, sie wird unsere Mitte erhören. Erdi Fagna. Und uns wieder. Ja, weil sie uns tötet wahrscheinlich. Das habe ich mir fast gedacht. Das stimmt ebenfalls. Aber lass deine Enttäuschung nicht an mir aus, Junge. Zieh deine Lehre daraus. Ja, Vater. So, Freunde, jetzt brauche ich eine Pause. Folge.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.